Ich bin heute verabredet zum Interview mit Jules. Jules hat in jungen Jahren bereits Haarausfall bekommen, was sie mental tatsächlich getroffen hat. Wie Jules es jetzt geschafft hat, ohne Operation wieder volles Haar zu bekommen und dadurch auch einfach wieder ein neues Lebensgefühl geschaffen hat, das wird er uns heute persönlich erzählen. Jules, hi. Hi. Freut mich, dass es geklappt hat. Freut mich auch sehr. Jules, stell dich einfach kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ich bin Jules, ich bin 31, komme aus Düsseldorf und freue mich sehr, heute ein bisschen mit dir quatschen zu können. Ich freue mich auch. Jules, ich habe dich im Intro vorgestellt als jemand, der in jungen Jahren bereits unter Haarausfall gelitten hat. Erklär doch mal kurz, wie ist das gestartet mit dem Haarausfall bei dir und wann? Bei mir fing das Ganze mit dem Haarausfall so mit Anfang 20 an. Da versucht man dann noch so ein bisschen zu kaschieren, vielleicht ein bisschen mit Styling zu arbeiten. Und dann wurde es aber immer mehr und ich habe dann so mit Mitte 20 habe ich dann angefangen, meine Haare einfach abzurasieren. Also ich habe die sehr lange dann auch kurz getragen. Und genau, bis dann der Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich was ändern und ich brauche wieder volle Haare. Okay, also der Haarausfall hat dich schon stärker getroffen äußerlich. Wie sah es innerlich bei dir aus? Hat das auch so ein bisschen am Selbstbewusstsein genagt, der Haarausfall? Also jetzt im Nachgang, wo ich weiß, wie ich heute bin mit vollen Haaren, würde ich schon sagen, dass mich das zu dem Zeitpunkt schon mehr getroffen hat, als ich das zu dem Zeitpunkt wusste. Zu dem Moment, also in dem Moment, wo ich den Haarausfall hatte, war ich zwar unzufrieden, also das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass wenn ich im Restaurant war oder so und man konnte mir so hinten auf meinen Hinterkopf gucken, das war mir schon immer sehr unangenehm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall irgendwas ändern. Im Nachgang, wenn ich jetzt weiß, okay, was diese vollen Haare mit mir gemacht haben, wie viel selbstbewusster ich geworden bin dadurch, ja, hat mich das zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mehr getroffen. Okay, weil es gibt ja viele Männer, die dann von Haarausfall betroffen sind und die sagen, ach komm, wenn es jetzt mehr wird, dann rasiere ich meine Haare einfach ab und da bin ich fein mit. Und nachträglich betrachtet sagst du, okay, hast du früher vielleicht auch so reagiert? Aus deiner jetzigen Perspektive sagst du, okay, das war schon ein bisschen stärker. Also ich verstehe die Männer, die das heute sagen, die sagen, ich brauche sowas nicht oder ich möchte das erstmal nicht, weil ich rasiere mir die Haare dann einfach ab. Das verstehe ich, weil ich genau so gesprochen habe. Es gibt ja auch viele Männer, die eine Glatze tragen und das auch ein richtiges Markenzeichen ist. Richtig. Also ich denke da an einige Schauspieler. Ja. Absolut. Das mag ja auch sein, dass es oft vielleicht auch so ist. Aber ich glaube, den meisten von diesen Männern wüssten die, was die erwartet, wenn die volle Haare haben auf einmal. Dann würden die, glaube ich, anders sprechen. Stichpunkt volle Haare. Wie hast du es denn jetzt tatsächlich geschafft? Weil der Titel des Videos ist Neue Haare, neues Leben nach Haarausfall. Wie hast du es jetzt wirklich geschafft, ohne Operation wieder so eine Mähne auf den Kopf zu bekommen? Ja, also ich trage seit 2,5 Jahren ein Haarsystem. Das ist für die, die es nicht kennen, im Endeffekt ist mein ganzer Oberkopf abrasiert und das Haarsystem ist auf den Kopf geklebt mit so Klebetapes. Egal ob Regen, Sturm, alles gar kein Problem. Also die Frisur hält und das Haarsystem hält auch. Und dadurch kam das neue Lebensgefühl und auch ja, die vielen Haare, die man jetzt sieht. Stichwort Lebensgefühl. Was hat sich jetzt geändert mit vollem Haar und mit Haarsystem für dich persönlich? Eine ganze Menge. Also wenn ich mir überlege, den ersten Moment, wo ich auf einmal volle Haare hatte, musste ich in jeden Spiegel gucken, weil ich dachte so, okay, ich wusste gar nicht, dass ich so gut aussehen kann. Und ja, es ist schwer zu erklären, aber es macht sehr, sehr, sehr viel mit dir. Ne? Also das glaube ich. Du hast auf einmal eine andere Körperhaltung, eine andere Ausstrahlung. Du willst, dass man dich sieht. So. Und wenn man innerlich so eine Ausstrahlung hat, dann sehen das alle Menschen auch und die nehmen dich anders wahr und dadurch wirkst du anders auf die Menschen und das macht dann sehr, sehr viel mit dir und das macht dich auch einfach dann selbstbewusster. Klar, verstehe ich, absolut. Apropos Wahrnehmung, da sind wir schon mal im richtigen Stichwort. Wie hat denn dein engstes Umfeld dich dann wahrgenommen? Weil die kannten dich ja, Family und Friends, ohne Haare, dann auf einmal mit Haare. Was haben die gesagt? Ich war immer super offen mit denen. Ich habe immer gesagt, okay, ich nehme die mit auf meine Reise und erzähle auch darüber. Und anfangs hieß es immer so, okay, ja, brauchst du nicht, weil du siehst doch so gut aus und lass das so und das steht dir. Als ich dann das Haar hatte und die mich dann gesehen haben, war es immer so, okay, krass, also was können Haare eigentlich ausmachen? Die waren sehr, sehr überrascht, ja, dass nur Haare einen Menschen erstmal optisch so verändern. Ja. Und dann haben sie natürlich auch mitbekommen, okay, die Veränderung, die man dann noch macht. Ne? Also sprich, einfach selbstbewusster wird, einfach offener durch die Welt geht und anders wahrgenommen wird von den Menschen. Und ja. Wenn ich jetzt an Haarausfall denke und an eine Möglichkeit, wieder Haare zu bekommen, da fällt mir als erstes natürlich Haartransplantation an. Haarsysteme, eher so ein neuer Begriff, sage ich jetzt mal, den es erst ein paar Jahre gibt. Warum ein Haarsystem und keine Haartransplantation? Also ähnlich wie du war meine erste Reaktion auch, okay, ich habe Haarausfall, was macht man? Eine Haartransplantation, die hatte ich dann auch. Ach, tatsächlich, ja? Genau, mit 27 hatte ich die. Ich habe die in Dortmund machen lassen, da gibt es eine Praxis. Da habe ich das machen lassen und... Du warst nicht happy. Offensichtlich nicht. Ich war
nicht happy? Also zu dem Zeitpunkt hatte sich das für mich einfach richtig angefühlt, weil ja. man einfach auch viel mehr über eine Transplantation kannte als über ein Haarsystem. Ja. Deswegen habe ich mich zu dem Zeitpunkt viel wohler gefühlt mit der Transplantation. Hat dann aber meine Erwartung überhaupt nicht erfüllt. Also okay. ich hatte eine Transplantation, aber musste trotzdem danach mit Schütthaar arbeiten und es weiterhin kaschieren, was ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Mhm. Verständlich, klar. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, das habe ich jetzt gemacht. Ich brauche aber eine andere Lösung. Und dann im zweiten Schritt gab es dann für mich das Haarsystem. Okay. War für dich denn von Anfang an klar, als du Haarausfall bekommen hast und als es ein bisschen mehr geworden ist, dass du auf jeden Fall wieder Haare haben möchtest und dass du kein Glatzenträger wirst? Ich würde nicht sagen, dass es von Anfang an für mich klar war. Mhm. Also es war immer so ein Ding, dass ich gesagt habe, okay, ich bin sehr stylisch unterwegs, ich achte auf meine Looks und so. Und ich wollte das immer mit meinen Haaren so ein bisschen unterstreichen können. Mhm. Und das konnte ich nie. Und dann hatte ich aber immer noch die Hoffnung, okay, vielleicht kriege ich so eine abgeschwächte Version hin. Aber als dann der Haarausfall immer weiter ging, wusste ich, okay, ich möchte jetzt nicht mit Mitte 20 irgendwie aussehen wie mit 40 schon. Mhm. Also ich möchte meinem Alter entsprechend einfach aussehen. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss eine Lösung her. Okay. Apropos Lösung, die Leute, die die Lösung haben, das sind die Leute von OC Hair Systems. OC Hair Systems ist der führende Anbieter, wenn es um das Thema Haarsysteme geht. Und wenn du jetzt möglicherweise auch unter Haarausfall leidest und dich für so ein Haarsystem interessierst, dann klick einfach mal unten in die Infobox rein und mach den kostenlosen Termin aus mit den Jungs und lass dich da einfach mal beraten. Jetzt nochmal abschließend, ich habe eben mitbekommen, dass du jetzt mittlerweile sogar bei OC Hair Systems angestellt bist und da arbeitest. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ja, gute Frage. ja, wie das Leben manchmal so spielt, ist es einfach dazu gekommen. Also habe nach einer Lösung gesucht, dann bin ich auf OC gestoßen. Für mich hat sich dadurch viel verändert. Okay. Und ja, im Endeffekt, was gibt es Schöneres, als meine eigene Geschichte weiterzugeben mhm. und anderen Männern zu helfen und zu sagen, okay, ich hatte damals nicht diese Person, die mir gesagt hat, wie das Ganze abläuft, was vielleicht Vor- und Nachteile von einer Transplantation sind, der das alles schon durchgemacht hat. So kam das dann einfach, dass ich ja, jetzt die Beratungen durchführe bei OC und ja, Männern mit Rat und Tat zur Seite stehe mhm. und denen dazu verhelfe, auch dasselbe zu fühlen, was ich fühle. Cool. Und ja, super happy. Nice. Es gibt ja wirklich zig Männer, die Anfang 20 ebenfalls unter Haarausfall leiden, mhm. wie du. Was würdest du denen jetzt abschließend noch mit auf den Weg geben, aus deinem Erfahrungsschatz jetzt? Ja, also für mich, wenn ich die Frage höre, ist es für mich immer, dass ich sage, wenn du jetzt gerade fühlst, was zu verändern, mhm. egal was Freunde und Familie sagen, wenn du für dich entschieden hast, okay, ich möchte jetzt was verändern, dann mach das. Mhm. Also bin ich bei dir. Der richtige Moment ist immer jetzt. Richtig, genau. Also verlier keine Zeit und sag, okay, ich warte jetzt noch ein Jahr und dann gucken wir mal. Weil dieses Jahr, da kannst du schon ganz anders durch die Welt gehen und wirst vielleicht dadurch mhm. ganz andere Menschen kennenlernen. Es werden sich andere Türen für dich öffnen. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, dass wenn du das für dich entschieden hast, dann geh diesen Weg und dann mach das und das wird der richtige Weg sein. Definitiv. Und falls du auch den Weg einschlagen möchtest, den Jules eingeschlagen hat und dich jetzt vielleicht auch für ein Haarsystem interessierst, unter Haarausfall leidest und einfach ins Handeln kommen möchtest, mach einfach einen Beratungstermin aus und möglicherweise hast du dann auch bald schon Jules am Telefon, der dir dann auch alle Fragen nochmal rund um das Thema Haarsysteme beantworten kann. Jules, vielen Dank, dass du mal dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Hat mich sehr gefreut. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere bald einen Call mit Jules.